Klimanotstand ist eine Lüge. Dass 99% aller Wissenschaftler einer Meinung wären, das ist das größte Märchen überhaupt. Wir sind keine betreuten Denker, wir sind Selbstdenker. Deswegen ist es Wissenschaft, weil man ständig weiterforscht und ständig neue Dinge entdeckt und dies nur tun kann, indem man ständig alles kritisch hinterfragt. Genau so ist es. Und neue Theorien aufstellt. Das, was uns so angekreidet wird, uns allen Leuten, die ein bisschen alternativ berichten oder ihre eigenen Gedanken entwickeln, genau das muss stattfinden, damit man sich überhaupt weiterentwickelt. Man muss Dinge kritisch hinterfragen. Man muss Theorien aufstellen und man muss diese ganzen Sachen auch dürfen, wenn man möchte, dass eine Gesellschaft zum Beispiel sich weiterentwickelt. Das wird nicht funktionieren, wenn jeder, der eine andere Meinung hat, mundtot gemacht wird. Wenn wir jetzt nicht radikal alles ändern, unsere eigenen Rechte begrenzen, möglichst eine Klimapandemie ausrufen, im Sommer, wenn es zu heiß wird, nicht mehr rausgeben, weil es gibt diesen extremen Klimawandel, der jetzt just ganz, ganz plötzlich und ganz, ganz stark in unsere Medien erscheint. Sie leben in einer Illusion. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Liebe geht raus an die ganze Community auf YouTube. Ich liebe euch. Und zwar gehen wir ins nächste Video rein, welches heißt: Klimanotstand ist eine Lüge und Pseudowissenschaft. Nobelpreisträger Dr. John Clauser. Jetzt gehen wir ins Klimakleber rein. Wir gehen ins Klimathema rein für heute, meine lieben Freunde. Ich küsse eure Seele, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar. Ich bin gespannt, was hier passiert im Video, was hier erzählt wird. Und ich würde sagen, wir lassen uns nicht lumpen und gehen direkt rein und los. Es gibt keinen Klimanotstand. Dass 99% aller Wissenschaftler einer Meinung wären. Das ist das größte Märchen überhaupt aus jedem Land der Welt. Sie können. Das kennen wir ja schon, meine lieben Freunde. 99% der Wissenschaftler sind einer Meinung, meine lieben Freunde, ja? Die Wissenschaftler, damit habe ich ein Problem. Wenn Leute da sitzen und sagen, ja, die Wissenschaftler sind sich einig. Die Wissenschaftler, wer sind die Wissenschaftler? Das kannst du so nicht sagen. Man sollte das einfach ein bisschen einfach klarer ausdrücken, indem man sagt, ja, die Wissenschaftler aus dem und dem Bereich von der und der Universität oder keine Ahnung, aber sag doch nicht die Wissenschaftler. Da habe ich ein Riesenproblem mit. Und er sagt nicht, dass es Klimawandel nicht gibt. Nochmal hier, Freunde, ich habe eben schon im Chat gesehen, dass einer geschrieben hat, wie gibt's nicht und so. Der Klimanotstand ist eine Lüge. Darum geht's. Ja, dass uns quasi gesagt wird, dass wenn wir jetzt nicht handeln, dass wir alle sterben werden. So, das ist ja das Thema. Und ja, das wollte ich nur mal ganz kurz hier klar machen. Die Unterschriften vorne und hinten anschauen. Von wegen, es gibt nur eine Handvoll Wissenschaftlern. Was? Geil, Digga. Wird wild, meine lieben Freunde. Wird richtig wild hier, glaube ich. Und los. Heute machen wir das eines der brisantesten Videos, die ich bisher aufgenommen habe. Guter Style, ne, der Bruder? Ich bitte Sie um genau eine Sache. Egal, auf welcher Seite Sie hier stehen, hören Sie mir einfach 15 Minuten ganz genau zu, prüfen Sie alle Quellen selbst und treffen Sie dann Ihr eigenes Urteil. Zuhören bin ich da, Quellen prüfen machen wir jetzt hier im Stream nicht, könnt ihr gerne zu Hause machen. Und eigenes Urteil fällen machen wir sowieso. Ja? Wir sind keine betreuten Denker, wir sind Selbstdenker. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKCM. Ich habe in den Philipp, mein Jutster, willkommen. Letzten Wochen immer wieder das gemacht, was ich eigentlich schon mein ganzes Leben mache. Und zwar gebe ich... Die Brille ist hart, Alter. Die Brille ist krass. Allen Stimmen um mich herum im gesamten Spektrum eine Stimme. Das heißt, ich lasse nicht nur Leute eines gewissen Narrativs bei mir auftreten in Interviews, die etwas aussagen, sondern alle können ihre Meinung sagen. Auch wenn das eine Meinung ist, die das aktuelle politische Narrativ, das so schmal geworden ist, auf der linken oder auf der rechten Seite mal etwas verlassen. Leute, die in eine andere Richtung denken, die offen sind. Wichtig, finde ich einen guten Hinweis, den er hier gibt am Anfang, weil das ist auch das, was ich mir wünschen würde, dass egal welche Ideologie oder von wo du kommst, dass man sich gegenseitig einfach hinsetzen kann und zuhören kann, so, ohne einen anderen auszugrenzen oder ihm zu sagen, dass er ein schlechter Mensch ist oder gefährlich ist oder diese ganzen Sachen, sondern einfach mal zuhören und miteinander reden, so. Ich könnte mir das auch vorstellen, in Zukunft mal
so eine Debatten zu machen mit Leuten, die die Dinge anders sehen. Dass man mal ein bisschen debattiert einfach und Argumente gegeneinander austauscht. So. Weil ich finde, das ist eigentlich eine geile Sache. So, ich vermisse das auch ein bisschen. Bei unter anderem mit Professor Dr. Lüdecke ein Interview abgehalten. Das ist das hier zum Thema Klima, zum Thema menschgemachten Klimawandel. Da gab es sehr viel Zuspruch dabei, aber auch sehr, sehr heftige Kritik, was völlig in Ordnung ist grundsätzlich. Kritik ist wichtig, so wie es in der Wissenschaft auch immer einen kritischen Blick beider Seiten geben sollte. Es gibt in der Wissenschaft, das haben mir bisher alle Wissenschaftler aller Richtungen gesagt, keinen Konsens. Wissenschaft kennt... Das muss so sein. Keinen Konsens. Ja klar, sonst entwickelt sich ja Wissenschaft nicht weiter. Wissenschaft ist auch immer nur das, was aktuell jetzt gerade, die Theorie, die aktuell gerade gilt, ist die Theorie, die keiner widerlegen kann. Wissenschaft basiert darauf, dass man immer wieder Theorien widerlegt. Und in 10 Jahren, 100 Jahren, 1000 Jahren werden viele von den Sachen, die wir heute als wissenschaftlich, approved darstellen, werden wir in Zukunft sagen, nee, Digga, es ist es doch nicht mehr, es ist doch was anderes. Und das sieht man immer wieder, wie wissenschaftliche Dinge, die jahrelang, jahrzehntelang golden, dann widerlegt werden und dann gilt halt das Neue, die neue Theorie, die bis zu dem Zeitpunkt Stand hat und dann wird die wieder widerlegt irgendwann. So, und das muss man sich halt klar machen. Man muss auch, wenn man über Wissenschaft redet, mal sich klar machen, was Wissenschaft eigentlich bedeutet. Deswegen ist es Wissenschaft, weil man ständig weiterforscht und ständig neue Dinge entdeckt und dies nur tun kann, indem man ständig alles kritisch hinterfragt. Genau so ist es. Und neue Theorien aufstellt. Das, was uns so angekreidet wird, uns allen Leuten, die ein bisschen alternativ berichten oder ihre eigenen Gedanken entwickeln, genau das muss stattfinden, damit man sich überhaupt weiterentwickelt. Man muss Dinge kritisch hinterfragen, man muss Theorien aufstellen und man muss diese ganzen Sachen auch dürfen, wenn man möchte, dass eine Gesellschaft zum Beispiel sich weiterentwickelt. Das wird nicht funktionieren, wenn jeder, der eine andere Meinung hat, mundtot gemacht wird. Dann wirst du irgendwann eine gleichgeschaltete Gesellschaft bekommen, die alles abkauft, was sie eingetrichtert bekommt. Und dann enden wir wieder 1933, Bro. Bei der Kritik, die dabei ausgekommen ist, habe ich öfters gelesen, dass Leute gesagt haben, bloß weil ein alter Mann irgendwie meint, dass es keinen menschgemachten Klimawandel gibt, so ein Schwobler, so ein sogenannter Klimaleugner, so als ob irgendjemand das Klima wirklich leugnen würde. Woher kommt dieser Begriff eigentlich? Wer bitte leugnet, dass es Klima gibt? Niemand. Deswegen ist der Begriff... So sehe ich das nicht. Also ich persönlich sehe das auch so. Ich habe zum Beispiel Klima auch nie geleugnet, aber man kann ja sagen, dass man hinterfragt, ob der Mensch wirklich so einen heftigen Einfluss auf den Klimawandel hat, wie das uns gerade weiß gemacht wird. So. Und dann bist du schon ein Klimaleugner. Das sind halt die Keulen, die auf uns draufgeschlagen werden oder auf die Leute, die eine andere Meinung haben. So. Du bist das Leugner, du bist dies Leugner, du bist rechts, du bist Verschwörungstheoretiker, du bist das, du bist dies. So, es erzieht Menschen dazu, einfach nicht mehr selbst zu denken. Per se schon als Diffamierungsbegriff gemeint. Stellen Sie sich selber mal die Frage, wenn Sie ein offener, freier, liberaler Mensch sind, warum nutzen Sie selbst Diffamierungsbegriffe? Ich lese Ihnen heute mal was vor und ich möchte darauf eingehen, ob es wirklich nur diese ganz, ganz wenigen oder Einzelpersonen sind, die abweichen von der ganz klaren Meinung, es gäbe einen Klimanotstand, wir werden bald untergehen. Wenn wir jetzt nicht radikal alles ändern, unsere eigenen Rechte begrenzen, möglichst eine Klimapandemie ausrufen, im Sommer, wenn es zu heiß wird, nicht mehr rausgeben, weil es gibt diesen extremen, extremen Klimawandel, der jetzt just ganz, ganz plötzlich und ganz, ganz stark in unseren Medien erscheint. Ich schaue hier die letzten Wochen einfach mal auf mein Mobiltelefon drauf. Das war jetzt hier Freitag, der 21. von ein paar Tagen. Hitzewellen sprengen Rekorde. NASA, also die UN. NASA, Digga. Weltraumbehörde, was auch immer die damit zu tun. Die NASA, Bro. NASA, ey. Die Jungs innen von der NASA, ne? Ich glaube, oh, da würde ich gerne nochmal ein Video zu im Discord haben von euch, Freunde. Falls ihr nochmal ein Video habt über die NASA, wo da so ein bisschen was über die NASA vielleicht erzählt wird, da hätte ich richtig Bock drauf, weil der Verein ist auch sehr dubios, wenn ich das mal so anreißen darf an der Stelle. NASA prognostiziert Juli 2023 als heißesten Monat seit Jahrhunderten. Dann stellt man in Kleinmachnow fest, dass ein Löwe in Wahrheit nur ein Wildschwein war. Auch ein Lacher wieder.
eine Schlagzeile drunter. Wie wirkt sich extreme Hitze auf Ihr... Das mit dem Wildschwein war lustig gerade. Körper aus. Eine Schlagzeile drunter. Wenn immer mehr Wälder verbrennen, was passiert dann mit dem Klima? Ja, das ist... Weißt du, wie man sowas nennt, meine lieben Freunde? Propaganda. Genau darauf wollen... Nein, gibt's nicht in Deutschland, gibt's nur in Russland und China. Ah, okay, alles klar. Mal eingehen, denn viele von Ihnen, die dem kritisch gegenüberstehen, was ich hier ausgesagt habe, kommen mit dem Argument, dass es quasi eine überwältigende Mehrheit an Wissenschaftlern gibt, die alle einer Meinung sind. Und dann gibt es ein paar wenige versprengte Irre Wirre, die Abweichler sind, die Klima leugnen, die werden von der Ölindustrie bezahlt. Oder Digga, das ist heftig, ne? Vom Kreml, vom Putin selbst. Das sind, weißt du, wie man sowas nennt? Verschwörungstheorien werden über diese Wissenschaftler angestellt. Das sind ganz knallharte Verschwörungstheorien. Das sind auch Aluhüte, Bro. Kinder. Haben sie doch das Gleiche, haben sie doch schon mit Wodak etc. Bhakti und so gemacht in der Corona-Zeit. Es ist immer wieder verwunderlich, wie Menschen einfach das Muster nicht erkennen. Ich finde, das wundert mich auf jeden Fall. Ich finde das sehr so wundernswert, dass Menschen da einfach kein Muster erkennen und sagen, nee, das passt schon. Sie sind alle korrupt. Jetzt hören Sie mir mal genau zu. Ich lese Ihnen was vor und dann zeige ich Ihnen die Weltklimadeklaration von 1500 weltweit anerkannten Experten unterschrieben. Schwurbler, Verschwörungstheorien, da haben sich 1500 Klimaschwurbler, rechte Nazis zusammengetan und das unterschrieben. Das sind ja nicht, das, Bro, die kannst du nicht ernst nehmen. Schauen wir uns das nachher mal an. Alle Quellen bitte ich Sie direkt selbst nach diesem Video zu prüfen. Unten in der Videobeschreibung klicken Sie es an, nehmen Sie sich etwas Zeit, lesen Sie es sich selbst durch, überzeugen Sie sich, auch wenn Sie kritisch sind, auch wenn Sie es ablehnen. Gerade das ist so wichtig. Lesen Sie sich selbst durch, schauen sich das Ganze an, bleiben Sie kritisch, aber bleiben Sie genauso auch offen für andere Meinungen. Genau so, Bro. Und ich höre das aus diesem Spektrum, aus diesem rechten Verschwörungsspektrum, wo man uns jetzt zuordnen würde, höre ich so eine Sätze irgendwie öfter als von der anderen Richtung. Also ich höre von uns eigentlich mehr so, ey, man sollte allen zuhören und man sollte immer offen bleiben, man sollte alles kritisch hinterfragen, auch sich selbst kritisch hinterfragen und man sollte andere Stimmen sich auch anhören und so. Aber von der anderen Seite höre ich immer mehr Geschrei und das sind Nazis und die muss man ausgrenzen und die sind schlechte Menschen und denen darf man nicht zuhören, wir dürfen nicht mit denen argumentieren. Ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt, aber irgendwie finde ich, dass die Seite, die diese Narrative extrem pusht gerade, anderen Leuten gar nicht zuhört so. Irgendwie jetzt. Das ist nur ein Gefühl, was ich habe. Es gibt sie zuhauf. Paukenschlag, Nobelpreisträger für Physik 2022, bezeichnet die Erzählung vom angeblichen Klimanotstand als Pseudowissenschaft. Das ist jetzt vom 14. Juli 2023. Das ist ein Nobelpreisträger für Physik, okay? 20. Der Mitgewinner des Nobelpreises für Physik 2022 hat einen scharfen Angriff auf das Narrativ vom Klimanotstand gestartet und es als gefährliche Korruption der Wissenschaft, die die Weltwirtschaft und das Wohlergehen von Milliarden von Menschen bedroht, bezeichnet. Dr. John Clauser, den Sie hier auch auf dem Bild sehen, stellt fest, dass sich die fehlgeleitete Klimawissenschaft, Zitat, in eine massive schockjournalistische... Das ist nun kein Nobelpreisträger, das ist ein Nobelpreisschwurbler, Bro. Pseudowissenschaft verwandelt hat. Dr. Clauser ist einer der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet der Quantenmechanik, der Untersuchung von Materie und Licht auf subatomarer und atomarer Ebene. Im Jahr 2010 wurde ihm der Wolf-Preis für Physik verliehen, der nach dem Nobelpreis als zweithöchster Physikpreis gilt. Seine Kommentare werden dazu beitragen, weitere Zweifel an der offensichtlichen Unwahrheit zu wecken, dass 99% der Wissenschaftler glauben, dass der Mensch den gesamten oder den größten Teil des Klimawandels verursacht. Und das ist ja auch das, was viele von Ihnen wirklich glauben, weil es ihnen durch die Medien suggeriert wird, dass 99% aller Wissenschaftler einer Meinung wären. Das ist das größte Märchen überhaupt. Feier ich, Digga, wie er so emotional da auch reingeht immer. Das ist wichtig. Neben Chemikern eine entscheidende Rolle bei der Erforschung der Klimawissenschaft, die sich im Kern auf dem Wärmeaustausch und das Verhalten atmosphärischer Gase konzentriert.
Im Gegenzug, fuhr Clauser fort, sei die Klima-Pseudowissenschaft zum Sündenbock für eine Vielzahl anderer, nicht damit zusammenhängender Übel geworden. Es wurde von ähnlichen fehlgeleiteten Wirtschaftsmarketingagenten, Politikern, Journalisten, Regierungsbehörden und Umweltschützern gefördert und verbreitet. Zitat: Meiner Meinung nach gibt es keine echte Klimakrise. Es besteht jedoch ein sehr reales Problem darin, der größten Weltbevölkerung einen angemessenen Lebensstandard zu bieten. Mhm. Und es besteht eine damit verbundene Energiekrise. Okay. Letzteres wird durch eine meiner Meinung nach falsche Klimawissenschaft unnötig verschärft. Ah, okay. Also sollte man irgendwie den Fokus ein bisschen verschieben, glaube ich, wa? Fügte er hinzu. Dr. Clauser ist nicht der erste Nobelpreisträger für Physik, der das feststehende wissenschaftliche und politische Narrativ des Klimawandels in Frage stellt. Die Weltklimaerklärung wurde von rund 300 Klimaprofessoren unterzeichnet. Das ist ja krass. Also durch diese ganzen Entscheidungen, was er ja auch eben so mitgesagt hat quasi, dass durch diese ganzen Entscheidungen, was Klima angeht, noch mehr Menschen quasi Schwierigkeiten haben, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und anstatt, dass man vielleicht da auch mal ein bisschen was tut, werden immer nur mehr Maßnahmen getroffen, die uns Menschen am Ende des Tages, ja, das Leben noch schwieriger machen, als es sowieso schon war, weißt du? Und ich höre halt auch wenig von diesen, ich höre wenig in den Medien auch, dass irgendwelche Unternehmen eingeschränkt werden wegen Klimageschichten und das Unternehmen jetzt irgendwie mit Sanktionen zu rechnen haben und das Unternehmen sich verändern müssen, weil Klima, das wird immer auf den einzelnen Bürger direkt so übertragen, irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, du musst jetzt Heizung, darfst du nicht mehr, dann hier Auto fahren, auch nicht mehr so geil, bla bla und das und du und du und du. Immer auf den einzelnen Bürger, der eh schon zu strugglen hat mit den ganzen Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden, was Corona angeht, was Krieg angeht. Da wurden Entscheidungen getroffen, gerade bei diesen beiden Themen, die dafür gesorgt haben, dass Energiepreise steigen, dass Menschen ihre Existenz verloren haben und so. Das sind einfach alles Dinge, die mir zeigen, dass es nicht mehr wirklich im Interesse der Politik steht, dass es den Menschen besser geht so. Und das fehlt mir ein bisschen. Und besagt, es gibt keinen Klimanotstand. Hauptunterzeichner ist der Nobelpreisträger Professor Ivar Giewer. Klimamodelle seien, Zitat, als globale politische Instrumente nicht im entferntesten plausibel. Zitat Ende. Sie übertreiben die Wirkung von Treibhausgasen wie Kohlendioxid, ignorieren aber jede positive Wirkung, heißt es in der Erklärung. Die Klimawissenschaft sei zu einer Diskussion verkommen, die auf Überzeugungen und nicht ist eine Religion. Auf fundierter, selbstkritischer Wissenschaft basiert, heißt Ja. Und das ist genau das, um was ich Sie auch bitte. Seien Sie selbstkritischer mit dem, was Sie von außen hören. Professor Antonio Cecchini ist Träger des höchsten Verdienstorden Italiens, des Großritterkreuzes, des Verdienstordens der Italienischen Republik, der für eine lebenslange, herausragende wissenschaftliche Arbeit verliehen wird. Antonio Cecchini. Krasser Name, Digga, sorry, aber musste ich kurz, ich bin so ein Namenfetisch, ich habe so einen kleinen Namenfetisch. Darunter mehrere Entdeckungen auf dem Gebiet der subnuklearen Physik. Im Jahr 2019 führte er eine Gruppe von 48 italienischen Wissenschaftsprofessoren an und stellte fest, dass die menschliche Verantwortung für den Klimawandel, Zitat, ungerechtfertigt übertrieben und Katastrophenvorhersagen nicht realistisch sei. Ihrer wissenschaftlichen Ansicht nach, Zitat, erklären natürliche Schwankungen einen wesentlichen Teil der seit 1850 beobachteten globalen Erwärmung. Zitat Ende. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das Klima an sich schon sich extrem verändert. So, ne? Ich kann es nur immer wieder sagen, wir haben auf der Welt Eiszeiten gehabt etc., wo es angeblich noch keine Menschen gab. So, wie sollen die Menschen da das Klima beeinflusst haben? Das Klima beeinflusst sich selber und vor allen Dingen verändert sich die Welt auch. Es gibt Leute, die das Szenario gerade aufstellen und sagen, dass es aktuell eine Art Polsprung gibt und dass die Pole sich umkehren werden. Und wenn das passiert, in der Zeit, wo die Pole sich umdrehen quasi, was alle 15.000 Jahre oder so passiert, wird es extrem viele Umweltkatastrophen geben. Da wird es Wellen geben, da wird es Ausbrüche von Vulkanen geben, da wird es kosmische Strahlung geben, die einen Einfluss auf die Erde hat und so.
Ist nur eine Theorie, ich kenne mich da nicht persönlich aus, aber ich kann mir vorstellen, dass sowas passiert, weißt du? Und dass die Umwelt von alleine schon extrem viel verändert und Dinge tut, wo wir keinen wirklichen Einfluss drauf haben. Nichtsdestotrotz sage ich, dass wir als Menschen auf jeden Fall die Umwelt nicht mehr richtig und nicht mehr gut behandeln, weil wir kein Bewusstsein mehr dafür haben, dass die Umwelt eigentlich das ist, wo wir herkommen und dass die Natur das ist, was wir eigentlich beschützen müssen und auch die Tiere meiner Meinung nach so. Und wir vergewaltigen die Umwelt, indem wir einfach einen Fick darauf geben. Und da sollte man definitiv anregen. Aber warum wird das mit diesem Klimadeckmantel nach vorne geschoben und dann wird versucht, den Menschen irgendwas wegzunehmen und so? Das ist nicht der richtige Weg. Weißt du, wie ich meine? Das ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg, weil ich halt einfach sehe, dass es immer auf den einzelnen Bürger runtergebrochen wird, damit der ein schlechtes Gewissen hat und damit der sich selbst einschränken lässt. Und damit veränderst du nicht wirklich was. Letztlich führten 4 italienische Wissenschaftler, darunter 3 Physikprofessoren, eine umfassende Untersuchung historischer Klimatrends durch und kamen zu dem Schluss. Einer sagt gerade auch ein gutes Thema. Ich finde, alles hat so eine komische Doppelmoral. Ja, das ist ja so. Die fliegen zum Klimagipfel mit ihren Privatjets, Bro. Und entscheiden da, was die einzelnen Bürger verändern müssen, damit wir das Klima schützen. Allein das ist schon ein Totschlagargument. Wie kannst du zu einem Klimagipfel mit einem Privatjet fliegen, für ein paar Kilometer irgendwo, das war sogar hier in Europa, und dann dich da hinsetzen und dann entscheiden, wie wir uns einschränken müssen? Ich glaube nicht, dass einer von uns hier im Chat oder ich selber Privatjet fliegt so. Dass die Ausrufung eines Klimanotstands durch die Daten nicht gestützt wird. Ein weiterer Link, den Sie unten in der Videobeschreibung finden, sind 1500 Klimawissenschaftler in Deutschland, angeführt von Professor Dr. Warenhold, mit dem ich heute noch ein weiteres Interview führen werde. Die krass. Alle Warenheldinnen, man. Auf 36 doppelseitig beschriebenen Seiten Unterschriften unterschiedlicher Länder. Über 90 Personen aus Deutschland, über 140 Personen aus Italien, aus jedem Land der Welt. Sie können sich die Unterschriften vorne und hinten anschauen. Von wegen, es gibt nur eine Handvoll Wissenschaftlern. Ich sage Ihnen, und Sie können es 5 Minuten in Ihrem Leben zulassen, Sie leben in einer Illusion. Wenn Sie wirklich glauben, es gäbe nur eine Handvoll oder nur ein paar Wissenschaftler, es sind Tausende, die hier unterschrieben haben. Ich finde, der macht es echt gut, ne? Der hat auch so einen Unterhaltungsfaktor noch ein bisschen. So ein bisschen lustig ist er auch, finde ich. Weißt du, wie ich meine? Und dadurch macht er das, lockert er das Ganze ein bisschen auf, so. Zieht, glaube ich, auch ein breites Publikum an. Also feiere ich. Feiere ich, wie er diese Themen behandelt. Öffentlich, darunter 2 Nobelpreisträger, die sagen, es gibt keinen Klimanotstand. Und das hier drin auch ganz klar begründen. Das wird begründet. Lesen Sie es sich selbst durch. Das ist ganz wichtig, sich einfach mal eine freie Meinung zu machen, außerhalb. Ich kann mir auch vorstellen, dass der privat auch ein lustiger ist, Digga. Sag ich dir so, wie es ist, der, ne? Der gibt mir so einen lustigen Vibe ein bisschen. Aber es ist halt ein ernstes Thema, so. Die Medien, wenn Sie jetzt verwundert sind, was ich Ihnen hier überhaupt vorstelle, dann stellen Sie auch das mal in Frage. Woher wussten Sie sowas nicht? Warum wird sowas nicht in den breiten Medien besprochen? Weil das nicht zur Propaganda passt. Viele meteorologische Kategorien hinweg gäbe es, Zitat, keinen klaren positiven Trend bei Extremereignissen, Zitat Ende. Natürlich ist das Herauspicken einzelner schlechter oder extremer Wetterereignisse die wichtigste Feuerkraft, um die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass innerhalb von weniger als 30 Jahren eine globale und kollektivistische Deindustrialisierung stattfinden muss. Und jetzt schauen Sie mal genau an, was gerade in Europa und ganz besonders in Deutschland läuft. Eine Deindustrialisierung der Wirtschaft. Und die Gründe dafür werden uns jetzt von der Politik auf dem Silbertablett serviert. Im vergangenen September warnte der führende Kernphysiker Dr. Wallace Mannheimer, The Monamalanger, krass. Net Zero das Ende der modernen Zivilisation bedeuten würde. Er stellte fest, dass die neue Wind- und Solarinfrastruktur scheitern, Billionen kosten, große Teile der Umwelt zerstören und, Zitat, völlig unnötig sein würde. Ach du Scheiße, bro. Dem Climate Industrial Complex, also dem klimaindustriellen Komplex, zu vergleichen mit dem militärisch-industriellen Komplex, der uns seit Jahrzehnten dauerhaft im Krieg hält,
sei es irgendwie gelungen, viele davon zu überzeugen, dass CO2 in der Atmosphäre ein für das Leben auf der Erde notwendiges Gas, das mit jedem Atemzug ausgeatmet wird, ein Umweltgift ist, fügte er hinzu. Wir brauchen dieses CO2. Das ist wichtig auch für die Pflanzen. Die machen auf jeden Fall aus diesem Kohlendioxid machen die Sauerstoff, damit wir das atmen können. Und das brauchen die auch zum Leben. Peter Klauser wurde kürzlich in den Vorstand der CO2-Koalition mit Sitz in Virginia gewählt, einer Gruppe von rund 120 Wissenschaftlern und Forschern aus einem breiten Spektrum klimawissenschaftlicher Disziplinen. Der angesehene Atmosphärenforscher Dr. William Happer, emeritierter Professor in Princeton, begrüßte Klauser im Vorstand und sagte, seine Klimastudien lieferten starke Beweise dafür, dass es keine Klimakrise gäbe und dass steigende CO2-Konzentrationen der Welt zugutekommen würden. Krass, okay. Also da gibt es Leute, die haben eine ganz andere Sicht der Dinge, ja? Zugutekommen würden. Gut, dass du es nochmal hervorgehoben hast, Philipp. Ist ein führender Befürworter der Sättigungshypothese wärmender Gase wie CO2 und beobachtet, dass solche Gase bei bestimmten Werten in kleinen Bändern des Infrarotspektrums gesättigt werden. Infolgedessen nimmt ihre Erwärmungsfähigkeit im logarithmischen Maßstab ab, eine Beobachtung, die zur Erklärung der 600 Millionen Jahre alten geologischen Aufzeichnung beiträgt, in der die CO2-Messungen bis zu 20 Mal höher waren als die aktuellen Atmosphären. Krass. Okay. Also hier sind Sachen... Das Ding ist, ich kann mir das halt auch wirklich vorstellen, ne? Dass die einfach das Thema nutzen wollen, um den Bürgern noch mehr Einschränkungen reinzudrücken, um sie weiter in dieser Kontrolle zu behalten, wie sie es mit Corona auch getan haben. Einfach die Menschen immer so... einreden, dass sie irgendwas Böses machen, wenn die dies oder das tun oder dass wir generell schlecht sind, weil wir die Welt kaputt machen, weil CO2 und diese ganzen Sachen und dass aber eigentlich die Evidenz, also die Zahlen und diese ganzen Statistiken eigentlich auch teilweise dagegen sprechen, aber natürlich die Sachen auch nicht präsentiert werden. Genauso wie die Sachen nicht präsentiert wurden nach Corona, während Corona, die gegen dem sprechen, was die Politik gesagt hat und was die dann für Entscheidungen darauf basierend getroffen haben. So, es ist, Bro. Werte. Was willst du dazu noch sagen? Ja, zu 20 Mal höher. Der Bericht ist unten verlinkt. Lesen Sie sich durch. Lesen Sie sich alle Links durch. Lesen Sie sich die Deklarierung durch. Ich werde heute noch darüber mit Professor Dr. There is no climate emergency. Krass. Es ist wichtig, dass es diese Kanäle gibt. Und guck mal, die machen auch, also vor einem Tag hochgeladen, 200.000 Views, 21.000 Daumen nach oben. Natürlich ist es kein Indikator dafür, ob er die Wahrheit sagt oder nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Indikator für mich dafür, dass immer mehr Menschen auch Alternativmedien konsumieren möchten, weil sie dem, was in den Mainstream-Medien verkauft wird, nicht mehr richtig vertrauen. Und das finde ich eine sehr gute und wichtige Entwicklung. Persönlich sprechen, Sie werden das Interview in den nächsten 2 Wochen zu sehen bekommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Teilen Sie dieses Video, wenn Sie es interessant finden. Egal in welche Richtung Sie da tendieren dazu, teilen Sie es, geben Sie dem Video einen Like und lassen Sie den Kommentar da. Danke sehr. Ich küsse dein Herz, Philipp. Sehr starkes Video. Also ich mag nicht nur die Informationen, die er da mitgibt, sondern auch seine Art und Weise und die Ausstrahlung, die er hat, finde ich einfach eine... Ich finde also, auf mich macht er einen richtig guten Vibe, so, hat einen richtig guten Effekt. Deswegen gibt's natürlich von mir einen Daumen nach oben. Kanal wird jetzt hier auch mal abonniert an der Stelle. Kostet nichts, meine lieben Freunde. Originalvideo unten verlinkt. Lasst gerne ein bisschen Support da drüben da. Ich liebe euch. Schreibt eure Meinung dazu gerne auch unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Gang. Skü.